Moin, ihr Gamer. Da sind wir wieder im Sommerhaus. Und ich habe zwei Vögel eingeladen. Da oben sind sie. Hier laufen sie rum. Da sagt mal Zwitscher, Hallo. Zwitscher, Zwitscher, Zwitscher. Das eine ist der Alucard. Den hat man ja auch schon mal auf meinem Channel gesehen. Der andere ist der Bike Norker. Das ist Bubu der Bär. Livemaker heißt er auf YouTube. Ne? Livemaker. Ja. Mit einer 1 als Überall I. andere Namen. Genau. Verwirrung. Stimmt. Das ist richtig. Anonym im Internet. Ja, Schizophrenie im Internet. Ja, genau. Ey. Oder Müssen meinst die du Würfel verwehren? Verfolgungswahn vielleicht auch? Aber nur weil man Vielleicht. paranoid ist, heißt ja nicht, dass sie nicht trotzdem hinter einem her sind, ne? Das stimmt natürlich, das stimmt. So, gehen wir mal nach unten. Wir haben jetzt eine Aber jetzt kleine bin ich Reise wieder vor zurück. uns, die wir jetzt zu Oder? dritt antreten werden. Wir Reise werden nämlich mal. einen Tempel Besten auseinandernehmen. Sparvergnügen. Was machen wir? So, und zwar baue ich euch jetzt erstmal eine Spitzhacke jeweils. Oder Hui. vielleicht sogar zwei pro Person. Ach Quatsch. Jetzt mache ich den schon wieder. 1, 2, 3, 4. Muss mal kurz 2, 3, die 4. Wuppe. Minimap umstellen. 1, 2, 3, Map Shape. 4. Oh, die haben das ausgeschaltet. So, Aber hier. dann. Bubu, für dich schon mal zwei Hacken. Und Alu, für was auch immer du da gerade tust. Ich werde Für jetzt hier dich auch. hacken, Alter. Dahinter liegt Oh. noch eine Spitzhacke, die kannst du auch nehmen. Ich bin der fleischhassende Zacker. Hackfleischhassende Zacker. Genau Ist der richtig. Hacker. So, Hackfleisch hast du eine Zacke. Okay, alles klar. So, Ich brauche da. aber ein Schwert, ein So ein bisschen. rotes. Ein So ein Ding. rotes Schwert? Wie mache ich denn ein Ja. rotes Schwert, um mir zu Ich weiß sehen? es nicht. Kann man Redstone schon in Schwerter umbasteln? Nee, nicht so wirklich, glaube ich. Oh. So, aber ihr kriegt beide ein Eisenschwert. Ist doch schon mal ein Anfang. Ja. Ist zwar silbrig, aber Naja, ist jetzt kommt nicht ja alles. in die Nähe von Rot. Hui. So, ich Noch glaube, eins, eins, noch Rüstung. eins, Ich eins. glaube, für eine Oh. Rüstung ist der Weg, den wir jetzt machen, noch zu ungefährlich. Hallo. Ja, ich. Da, Es ist beschwert. runtergefallen, du Vogel. So. Mann, komm her, her, Schwert. So, in dem oberen Was denn? Ofen sind ein paar Kartoffeln drin, gleich. Da würde ich euch bitten, euch mal ein, zwei rauszunehmen, damit ihr was zu essen habt auf dem Weg. Kartoffeln. Ja, ich bin jetzt schon Kartoffeln. fast davon, Mann. Ach echt? Wird. Es kommt leider davon, wenn man so viel Mist macht. Ich kann dir auch schon mal ein Mist. Brot geben hier, Alu. Da, nimm mal dann Kartoffeln. Brot. Brot. Kartoffeln. Glaube, Kartoffeln sind nicht so gut. Ach, Brot. Kartoffeln. Baked Potato sind schon ganz gut. Gibt's dazu Fleisch auch ist auch Creme Fraiche? Ja, die wird im Ofen quasi mit, siehst du, wenn du da reinguckst. Ah. Da die Seite strich. Die wird reingebacken sozusagen. Die entsteht beim Das Backprozess. ist ja interessant. Ja, wenn Mit man die Kartoffeln backt, irgendwelchen SF-Chemikalien. dann sind die schon, die geben drei Hunger zurück und ja. Drei Hunger zurück. Und die halten auch ein bisschen vor, im Gegensatz zu, keine Ahnung, Keksen und Melone und so einem Kram. Oder beides. Oder Am besten beides, ist ja. immer noch Fleisch. Das stimmt. Fleisch. Das stimmt. Da habe ich auch ein bisschen was mit für Notfälle. Gibt's ja eigentlich schon Bier? Nee. Nichts. Du kannst ja aber Zaubertränke machen. Kommt schon Ja, mal kann man nehmen. die auch benennen? Nee. Bier? Schade. Ich will eins Bier Bier, nennen. Bier, Bier. Hey, ich bin Bayer, bei uns ist Bier Pflichtgetränk. Das ist ein Nationalgetränk, ne? Beziehungsweise, ach, Grundnahrungsmittel. Nationalgericht wollte ich eigentlich sagen. Nationalgericht. So. Dabei bist du doch der unbayerischste Bayer, den es überhaupt gibt. Ja, Hast du ja. selbst gesagt? Ja. Du Ah trinkst nicht ja. genug Und dafür, ne? ich steck mich mit deiner Sprache schon an. Hier. So. Durch. Ich nehme jetzt einfach mal 10 Kartoffeln. Nimm dir einfach mal 10 Kartoffeln ungefähr, würde ich dir vorschlagen. Okay, jetzt sind es momentan 9. 10. Guck sie dir an. Ofenkartoffel. Weißt du, Olli, ich habe mir jetzt schon in den Aufnahmen angewöhnt, anstatt durch zu sagen. Durch. Jedes Wegen Mal mir. ärgere ich mich. Hallo infiziert mich mit seiner Sprache. Ja, und ich kann, Irgendwann muss fange immer ich schon noch an, lachen. Bier zu trinken. Ich muss immer lachen, wenn einer hier bei uns durchsagt, weil er immer durch meint. Und ich lache mich dann immer tot und jeder schaut mich immer blöd an. Ja, direkt dir. Also, Bubu, Ja. im unteren Ofen ist auch noch ein bisschen Fleisch für dich. Oh, cool. Ach, und ich krieg nur Kartoffeln, ist Du ja kriegst nur klar. Kartoffeln, du kriegst von mir dann später ein bisschen Fleisch, wenn du ganz hungrig bist. Jetzt ist aber gerade wieder dunkel geworden, jetzt müssen wir sowieso erwarten, bis hell ist. Im Dunkeln. Hausparty! Braucht ihr noch irgendwas? Nö. So ein bisschen Farm sollte das reichen. Obwohl Licht wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht.
Ja. Fackeln. Darf man nicht lange fackeln. Ja, dann pass mal auf, dann mache ich euch ein paar. Hier. Das sind Brötchen. Teilt die mal unter euch auf. Ich habe nicht so ganz viele. Oh, Stickies habe ich dir jetzt auch gegeben. Nämlich nicht so wahnsinnig viel Holz momentan. Ja, der Alu kriegt auch ein paar Stickies. Yay, Stickies. Und damit mache ich mir eine Schaufel. Aus Stickies und aus Holz. Potato. Machen wir eine Holzschaufel. Okay, hier habe ich noch ein bisschen Holz gefunden. Dann kann ich. Ach. Ich habe mir irgendwie so angewöhnt, die Sachen nicht so richtig aus der Truhe zu nehmen, sondern immer nur so halb. Und dann gehe ich weg und ich habe sie trotzdem noch nicht im Inventar. Oh. Frag mich nicht, wie ich das immer schaffe. In dem Moment, wo du die Truhe öffnest, vergisst du, dass du eigentlich was aus der Truhe nehmen wolltest, gehst wieder raus und hast nichts mehr. Nee, so ist es nicht, sondern es ist tatsächlich so, dass ich den Gegenstand sehe in der Truhe, ich packe ihn aus, aber ich packe ihn wahrscheinlich einfach in den falschen Slot, der nämlich noch zur Truhe gehört und nicht zu meinem Inventar. Du kannst ja die schneller rausholen, indem du, wie ging's nochmal, Shift und Rechtsklick drauf machst. Also irgendwie hält direkt in dein Inventar. So, ich habe noch ein paar Fackeln für euch. Braucht ihr noch ein paar? Da, so. Ja. Alu ist sehr mit Bewegung beschäftigt. Halt. Alu, gib mir alle deine, dann kann ich es durch zwei teilen. Immer der gleiche Gag. Ach man. Da fehlt noch ein. Da. Ist alle selbst wieder eingesammelt, ne? Der Meister hat. Aber du gesagt. Hast ein Diamantschwert. Ich hab 36. Ich hab 36. Ja, sehr schön. Dann brauchen wir jetzt nur noch warten. Zwei, ne? Nur noch warten, bis es hell ist. Hallo, bis. Oder wollen wir trotzdem schon mal aufbrechen? Ach komm, wir brechen trotzdem schon mal auf. Ich würde sagen, du malst jetzt ganz schnell in Photoshop so ein Schild 2 Stunden später. Ja, genau. Überblendung like a boss. Like a boss. So, kommst du? Kann ich dir irgendwie da durchhelfen? So, hier lang. Hier geht's lang, Freunde. Und jetzt singen wir alle das schöne Lied, wir sind die super Freunde. Ich kenn das Lied nicht. Hallo, spiel Klavier. Nö. Ah. Au. Sei doch jetzt, Requiem for a Dream wäre doch hier voll passend. Ja, genau. Oh ja. Kann aber nicht mehr. Oh, falsche Taste. Schön Knochen. Ich hab gerade Waypoint machen wollen. Gibt's eine Taste für einen Waypoint? C. Cool. Das ist halt das Problem, wenn man gewohnt ist, mit C sich zu ducken. Ja, das stimmt. So, und weg. Da ist doch schon ein bisschen was los. Das ist mir dauernd im Metro Last Light passiert. Auf C liegt nämlich bei Metro Last Light Granaten. Oh, echt? Ja. Das ist aber halt man aus Versehen rein. Ist aber sehr ungewöhnlich. Mir leuchtet das Licht so blöd rein. Ja, was? Mir leuchtet das Licht ein bisschen blöd rein. Ich sehe fast nichts. Also ich sehe nichts. Also hier ist Stück mit Fenster. Ja, das müsste aber demnächst wieder hell werden. Ups. Innen. Raiding. Oh, gleich mehrere von den Biestern hier. So ja nun nicht, ne? Schau mich nicht so böse an, du blödes Gesett. Au. Ach, ich schlag dich mit der Kartoffel. Wo bist du denn? So. Mein XP. Ah. So, hier lang. Hier müssen wir rüberschwimmen. Ein Pfeil im Kopf. Ja, mit das. Knie. Oh. Ja, der hat genau ins Kleinhirn getroffen, das habe ich aber heute sowieso nicht dabei. Das ist glücklicher. Deswegen bin ich auch so unbeschwert. Das ist genial. Bitte? Ja, perfekt ein Pfeil im Knie. Nein, jetzt ist er verschwunden. Oh, er ist weg. So, wir kommen der Sache nahe. Wo gehen wir eigentlich hin? Zum Tempel. Wir werden den Tempel auseinandernehmen. Ich will die orangene Wolle. Orangene Wolle. Ja. Gehen. Oh, da habe ich ein Ei eingesammelt. Ja. Ei. Ja, danke für das Wortspiel. Genial. Dann werde ich immer geschimpft für meine Witze, ey. So, ich habe, wie ihr seht, schon angefangen, dieses Ding hier auseinander zu klöppeln. Ist das. Das ist alles Wolle. Das meiste ist Sandstein. Das da ist eine Spinne. Warst du schon bei der Falle? Ja. Okay. Die habe ich schon auseinandergefriemelt. Das ganze TNT habe ich mir schon eingesackt. Oh, hier ist noch ein bisschen Crystal Sandstone. Ich erkenne das bei meinem Texture Pack nie so gut. Was?
Die Wolle? Die Sandstones kann ich schlecht unterscheiden. Ah, okay. Sieht bei mir sehr ähnlich aus. Werde ich mal mit String. String. String-Theorie. Was baut man denn mit String wie ab? Was bringt das denn? Wolle. Also, du meinst Steuerung wahrscheinlich, ne? Hä? Entlaubert's doch nicht. Oder meinst du wirklich String im Sinne von das, der Gegenstand, den man. String heißt das Objekt. Ein okay, Faden. Das ist ein Objekt. Ja, es gibt Leute, die nennen die Steuerung-Taste String. Das finde ich immer recht und merkwürdig, aber es gibt eine Zeit lang. Ja, jetzt einfach das komplette Ding abbauen, oder was? Ich habe das genau. Ding auch irgendwann mal Strong genannt. Einfach das komplette Ding abbauen. So, jetzt mache ich die Wolle mit die Hirnen kaputt. Mit einem Zombie-Gehirn. Gehirn. Hey, wie ist, wer, ist dein Gehirn rausgefallen? Ja, oder bei mir sieht Rotten Flash aus wie Gehirn. Wie geht's? Das ist aber abartig. Ist halt, ist ja nirgendwo Minecraft beschrieben, wo das Hirn, wo das Fleisch herkommt. Ja, das stimmt schon. Sollte auch eine Arschbacke sein. Ja, was ich persönlich leckerer fände als das Gehirn. So. Also ich glaube, bei der Verrott, bei dem Verrottungsgrad ist es doch fast egal, ob es jetzt eine Arschbacke ist oder eine Zunge oder ein Stück von der Hüfte. Ja, schmeckt eh alles gleich. Ja. Steine, 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 Steine. Aber wir müssen uns auf jeden Fall noch irgendwo auf der Map verewigen. Ja klar, das könnt ihr ruhig machen. Und irgendwann am Ende von deiner Minecraft-Passion kannst du dann sagen, oh, das hat der gebaut, das hat der gebaut, das hat der gebaut. Genau, bei Folge 5004. Genau. In 30 Jahren, wenn ich damit Minecraft aufhöre und da vergreist sitze. Machst du das jetzt dann so wie Gronkh, oder? Natürlich, selbstverständlich. Das sollte man, das muss, jeder muss das so machen. Muss das, das ist, glaube ich, sogar Gesetz, dass jeder das so machen muss wie Gronkh. Ja. Es gibt gar keine andere. Das ist so in Minecraft-AGBs vorgegeben. Ja, das stimmt. Mach es wie Gronkh. Ja, ansonsten darfst du keine Let's Plays machen. Do it like Gronkh. Do it the Gronkh way. Genau. How would Gronkh do it? Do you even Gronkh, bro? What would Brian Boitano do? So. So viel Sandstein. Was hast du mit dem Sandstein eigentlich überhaupt vor? Och, das wird sich zeigen. Ich benutze das immer, also ein kleines Haus bauen daraus. Oder ein großes. Aber die, vor allem wichtig ist auch die orangene Wolle, die ich ganz gerne als, als Teppich in mein das Warenlager legen würde. Ah. Stimmt, warum haben wir eigentlich keine Fackeln platziert? Weil es ja sofort hell wird, hatte ich ja gesagt. Ich sage ja, seit einer halben Stunde, es wird gleich wieder hell. Mhm, irgendwann stimmt es ja auch wieder. Ja, genau. Das ist genauso wie die Aussage, die Welt wird untergehen. Ja, irgendwann schon. Aber. Das ist kein. Noch so viel Kram. Sind da über mehrere tausend Sandstone-Teile, aus denen so eine Pyramide gebaut ist, ne? Ist cool. Hattest du da eigentlich auch deine Sklaven wie die Ägypter damals oder hast du selber tragen müssen? Ich jetzt? Ja. Wo, was, sie, wo, wie, hä, was? Bei dem Bau des Tempels hattest du da auch Sklaven, die die Steine. Bei dem Bau des Tempels? Ey. Den Tempel habe ich ja nun gerade mal nicht selber gebaut, ne? Ah, okay. Also hattest du Sklaven. Sehr schön. Ja, der genau. Tempel hat sich selbst gebaut. Nennt sich World Creator oder so. So, der ist der Sklave. Nennt sich Gott Mode. So. Wir kommen der Sache ja näher. Au. Hihi. Au. Bin ich fies. Oh, komplett auseinandergeruppt hier. Da wird nichts für die Nachwelt übrig bleiben. Wupp dich und rupp dich. Archäologische Forschung ist damit zerstört. Grabräuber ist schon wieder eine ganz andere Definition. Ja, genau. Das hat nämlich wirklich das wir räubern keine Gräber, wir räubern ganze Pyramiden weg. Ja, wir räubern nicht das Grab, sondern wir klauen einfach das ganze Grab. Wir gehen nicht rein und nehmen irgendwas mit, nein, wir nehmen das ganze Grab. Wir ziehen das Loch aus der Erde sozusagen. Wir nehmen das Loch aus der Erde. Eigentlich haben wir ja das Grab nicht geplündert, sondern nur die Pyramide. Ja, das stimmt. Das Grab ist ja immer noch da. Witzig ist, finde ich, die Idee, das ganze Grab erst auszuräumen und am Ende sogar noch das Loch mitzunehmen, das übrig bleibt. Das Loch so aus dem Berg zu ziehen. Ein neues Loch rund um das Loch bauen. Lochception.
Lochception. Was? Ja, ein Loch in einem Loch, in einem Loch, in einem Loch, in einem Loch, in einem Loch. Das nennt man dann Lochception. Alles, was ineinander irgendwie ist, ist immer, endet immer mit Ception. Okay. Das ist Schwachsinn, den. Zum Beispiel, wenn du ein Sandwich in dein Sandwich machst, dann hast du ein Sandwich. Sandwichception, ja, ist schon klar. Und du meinst der Erntedankfest-Truthahn mit dem gefüllt mit einem Hähnchen, gefüllt mit einer Wachtel, gefüllt mit einem Wachtelei, das wäre also Truthahnception, ja. Genau, richtig. Obwohl, nee, es ist ja keine mehrere Truthähne ineinander. Das ist wieder was anderes. Also Birdception. Foodception. Foodception und Birdception. Genau. Natürlich auch ein bisschen Rassismus, ne? Dass Birdception nicht Birdception ist. Nur weil die Truthahn was anderes ist als eine Wachtel oder eine Taube oder sowas. Und hinunter. So, nächsten Layer. Ja, wobei ich gar nicht weiß, ob wir den Layer noch komplett brauchen. Eigentlich nicht, weil vor allen Dingen, wenn du weiter reinbaust, dann sieht es ein bisschen komisch aus. Also ich glaube auch, ja. Ich glaube auch hier reicht es. Ganzen Sandstein hier? Lass den einfach unten. Ist da noch Grizzled Sandstone? Nee, ne? Ist der Grizzled Sandstone unten ein wenig? Also von hier oben sehe ich nichts. Grizzled Sandstone ist der, nee, ist keiner mehr da. Ist der so ein Ornament drauf hat. Oh, shit. Bei mir ist da, glaube ich, über dem Texture Pack ein Creeper drauf. Das oder? Kann natürlich sein. Ich habe gemeißelter Sandstein, glaube ich, heißt der, oder? Könnte sein. Hast du es auf Deutsch? Ja. Grizzled Sandstone, ja. Hast du davon welchen gefunden? Ja, ich habe davon welchen. Ich habe 9. Das ist cool. Die kann ich nämlich gut gebrauchen. Die brauche ich für das so Warenlager. So, aber ich glaube, hier haben wir genug abgebaut. Sollte ich nochmal Sandstein brauchen, weiß ich, dass ich hier immer noch 1-2000 finde. Oh. Keine Eisen. Das könnte auch so ein Gedächtnisstrand werden. Oder? Oh nee, Gedenkstrand. Pyramidengedächtnisstrand, Gedenkstrand. Ja. Ja. Irgendwas mit Frank Elster? Oder? Wir sollten hier eine Pyramide hinbauen, die daran erinnert, dass hier mal eine Pyramide stand. Oder eine Pyramide in der Pyramide. Oh ja, Pyramidception. Du könntest zum Beispiel theoretisch. Wir bauen ein Pyramid Head. Du könntest ja auch in einem Let's Play, das wäre ein Let's Playception. Das will ich mal sehen, wie du das machst. Das ja, wenn du in einem Spiel so ein kleines Arcade-Spiel hast. So, Alu, reicht. Komm nach Hause. Okay. Wir gehen nach Hause. Kann ich nochmal die volle Map zeigen. Mission accomplished. Wir haben die Pyramide zum großen Teil abgebaut. Fullscreen Map ist X. Fullscreen Map ist X. Ah, okay. Hm. Ah. Dann muss ich mir mal einen Waypoint bei deinem Haus machen, damit ich das immer wiederfinden kann. Ja, genau. Kannst sogar einstellen, dass dir die Minimap anzeigt, wo du gestorben bist. Das weiß ich wohl. Das macht das sogar immer automatisch. Die Waypoints, die es erstellt, muss ich immer wegschalten dann. Ja. Dann kann ich, glaube ich, auch da noch löschen oder so. Keine Ahnung. Ist Alu da irgendwo? Ja. Ja, der trollt. Nicht, dass wir ihn verlieren. Ja, hätte ich kein Problem mit. YOLO! Ja, notfalls teleportiere ich ihn, wenn er heimlich irgendwo Grabräuber hat, dann teleportiere ich ihn einfach zu mir. Ach, das wäre doch Cheaten. Bubu, brauchst du kurz einen Turbo? Was ist eigentlich Griefen? Griefen? Nee, nicht. Weil, Begriff höre ich öfters, aber ich weiß nicht mehr, was das war. Ein Grief. Ich habe mal einen gefunden. Blubblubblub. Cool. Wie schwimme ich? So. Blumen. So, da kommen wir. Oh, da kommt die Heimat ja in Sicht. Sehr schön. Heimat. Wir kommen nach Haus. Sollte ich vielleicht eigentlich. Das heißt immer noch, die Kühe schauen total doof aus mit dem Texture-Pack. Ich find's okay. So. Die letzte Kuh macht's Gatter zu, ne? Ja. Gut. Dann ist jetzt Zeit für orangene Wolle. Ich möchte mal sehen, wie das aussieht, wenn ich oben in der oberen Etage den Teppich reinlege. Den orangenen. Hast du überhaupt schon Kisten für sowas wie Sandstone? Kisten für sowas wie was? Nee, hier müssen jetzt erstmal die Kisten reingemacht werden. Das ist noch Teil des Problems. Also können wir das erstmal irgendwo reinflözen? Genau.
Hast du auch den Inventory Tweaks? Welche? Was? Inventory Tweaks, den Mod. Der dir die Kisten sortiert und auch dir dann Gegenstände in die Kisten rein sortiert und dein Inventar sortiert und alles Mögliche. Na gut, wenn man die Kisten später so richtig sortiert, braucht man wohl nicht. Ich habe es immer manuell sortiert. Ja, du kannst dann einfach, also du drückst dann einfach auf Shift, klickst die ganzen Sachen weg und dann sortiert dir das alles richtig ein. Es fliegt